Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie kommentieren. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Arminia Bielefeld gegen O'Higgins. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das Beste am Ende für sich hat. Reinhold Jabo! Nee, da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Die Aufgabe für die Gäste ist völlig klar. Sie brauchen einen Sieg, denn dann winkt ihnen die Tabellenspitze. Die Saison ist natürlich noch lang, aber es wäre ein erstes Zeichen an die Konkurrenz. Macht er gut. Stark verteidigt. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Burgstaller. Da steht die Abwehr sicher. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Da verlieren sie den Ball. Er gibt das Foul und Freistoß. Klasse Pass! Er passt auf. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Ja, die Flanke bringt. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Ball kommt rein. Sie können nicht klären. Sind weiter im Bedrängnis. Ballverlust. Ja, könnte was werden. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Felix Klaus. Hereingabe jetzt. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Er ist frei, da kann was draus werden. Irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. So, Flanke kommt flach rein. Oh, das ist eine gute Chance jetzt. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Das ist jetzt eine Chance. Super Aktion. Das ist die... Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Liam Feeney. Da passt er auf. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Weiter geht es mit einem Einwurf. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Ja, das sieht gut aus. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Der Ausgleich, jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Waren Sie sich zu sicher schon? Das Spiel ist wieder ausgeglichen, Buschi. Ich weiß nicht, ob Sie den Gegner wirklich unterschätzt haben. Jetzt müsste es damit jedenfalls vorbei sein. Gute Aktion. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden.
Da hat er keine Chance auf den Ball. Hartes Einsteigen und folgerichtig rot. Und jetzt gibt es auch noch eine gefährliche Freistoßsituation. Ja, er kann diese Entscheidung überhaupt nicht verstehen. Rote Karte, das ist bitter. Da muss er reagieren. Freistoß, das könnte eine Chance sein, hier in Führung zu gehen. Und er macht das Tor! Jetzt sind sie vorne, Mitscheid und Szene. Er hat wieder einmal gezeigt, was er drauf hat. Und hier sehen wir nochmal diesen grandiosen Freistoß. Ein absolutes Traumtor, da bist du als Gegner mal. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Mal aus einer anderen Kameraperspektive. Gefährlicher. Gute Aktion jetzt. Er hat Zeit, jetzt eine gute Flanke. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Zu früh gestartet, es geht abseits. Geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Ein enges Ding bis hierhin und noch ein paar Minuten zu spielen. Die Möglichkeit zu flanken. Burgstaller! Ja, ist es denn zu glauben, sie machen den Ausgleich? Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und vielleicht gibt es sogar noch mehr. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Nochmal, kurzer Blick aufs Tor. Klasse Hereingabe, Buschi. Ja, und auch der Abschuss kann sich sehen lassen. Kannst du kaum verteidigen. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Flache Hereingabe. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Da kommt die Ecke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Vielleicht die Führung jetzt. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Jawohl. Die Fans pushen sie noch mal nach vorne. Die wollen den Siegtreffer. Können sie sich den Sieg doch noch holen? Jetzt können die Flanke reinschlagen. Und der Unparteiische beendet die Partie. Man trennt sich unentschieden. War ein interessantes Duell, oder? Ja, und das am Ende ohne Sieger. Aber es war die ganze Zeit wirklich spannend.